Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wollte ich eigentlich zu einem ganz anderen Thema sprechen, aber wie es die Vorsehung Gottes nun mal manchmal so vorsieht, bin ich eines Besseren belehrt worden. Mir ist nämlich rein zufällig ein Büchlein in die Hände geraten, als ich vorhin etwas in meiner Privatbibliothek gesucht habe. Und zwar ein Büchlein oder ein Heftchen zum Thema wundertätige Medaille. Ich habe dazu schon vor vielen Jahren mit Eduard zusammen ein Video abgedreht und so ein bisschen die Grundlagen erklärt und wollte also heute einen Literaturtipp, weitere Erfahrungsberichte mit der wundertätigen Medaille und so weiter, die ich übrigens auch jeden Tag, also eigentlich, ich trage die immer rund um die Uhr, ich nehme die nie ab. Und dazu auf jeden Fall noch einige interessante Dinge erzählen. Einfach auch deshalb, weil vor einigen Tagen der Gedenktag der wundertätigen Medaille war und einfach vielleicht noch mal einige interessante Fakten dazu. Viel Freude! Vorab würde ich mich freuen über ein Däumchen nach oben auf dieses Video. Abonnieren Sie mich auch gerne kostenlos. Wenn Sie dazu auch noch die Glocke aktivieren, dann bekommen Sie immer eine Benachrichtigung, wenn in Zukunft ein Video von mir online geht. Ich wollte eigentlich ein Video abdrehen, das kann ich ja vielleicht mal so ein bisschen droppen, zum Thema Sensus Fidei. Sensus Fidei, Fidelium, darum geht es vor allem. Und zwar, weil das ein Begriff ist, der so oft missbraucht wird, auch jetzt gerade im Zuge des synodalen Weges in Deutschland und auch in der Umsetzung oder der diözesanen Phase des weltweiten Synodalprozesses, weil das eben ein Thema ist, das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein bisschen mehr oder überhaupt erstmal richtig in den Blick genommen worden ist, obwohl es das auch schon in den ersten Jahrhunderten gab, wird es eben ganz oft zum Vorwand genommen, die Meinungen, Einzelmeinungen, Privatmeinungen von Menschen, die gar nicht in der Gemeinschaft mit der Kirche leben, die vielleicht formale Mitglieder der Kirche sind, aber doch irgendwie sehr weit weg sind von Gott, dass Menschen das eben zum Vorwand nehmen, ihre eigene Privatmeinung zum Anlass zu nehmen, etwas an der Kirche zu ändern, nach eigenem Gutdünken. Und deshalb ist es ja wichtig, vielleicht einfach mal zu klären, was ist denn überhaupt der Sensus Fidei, wann ist er gegeben und warum dürfen wir ihn jetzt in diesem Kontext nicht einfach ideologisch umformen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das ich auch noch thematisieren werde. Es wird dazu auch ein Video geben. Gedulden Sie sich da also ein wenig. Ich dachte mir jetzt, weil dieses Thema anscheinend doch wichtiger ist, dass ich dazu heute ein Video mache. Weil wenn ich das nächste Woche mache oder jetzt am Mittwoch, ist es schon wieder zu weit weg zeitlich vom Gedenktag. Wir begingen den Gedenktag am 27. November. Und deshalb, weil heute der 29. ist, ist es vielleicht wirklich noch zeitlich ganz okay, darüber jetzt zu sprechen. Dieses Büchlein, das mir vorhin in die Hände gefallen ist, ist von Karl Schaffer, ein Geschenk des Himmels. Die wundertätige Medaille, die Medaille, die schützt, heilt und bekehrt. Aktion Deutschland braucht Mariens Hilfe. So sieht das Heftchen aus. Und da gibt es eben zunächst einmal einige Informationen selbst über die Geschichte der wundertätigen Medaille. Dann die Medaille, die schützt, heilt und bekehrt. Zu diesen drei Begriffen eine Erklärung. Dann die wundertätige Medaille und ihre Wirkung. Das Urteil der Kirche über die wundertätige Medaille. Dokument des Heiligen Stuhles über die Volksandacht. Und dann gibt es noch Anhänge. Und zwar ganze drei Anhänge. Der erste Anhang ist Erlebnisse mit der wundertätigen Medaille. Aus diesem Bereich werde ich Ihnen nachher was vorlesen, weil mich immer die Erfahrungsberichte besonders packen. Und ich habe übrigens ja letztes Mal auch ein Buch vorgestellt oder zumindest erwähnt, Siegeszug der wundertätigen Medaille heißt, glaube ich, das Buch. Da sind auch ganz tolle Geschichten drin. Auch dieses Buch also, große Empfehlung von mir. Der zweite Anhang heißt Novene und Gebete zur Mutter der Gnaden. Und das ist auch gut, immer so einen Gebetsschatz zu haben zu dem Thema. Und zum dritten, also als dritter Anhang, Quellennachweis. Das ist auch immer wichtig, gerade bei so Themen, die Übernatürliches betreffen. Da muss man wirklich sehr sorgfältig arbeiten, weil wir in einer Zeit leben, in der alles, was irgendwie übernatürlich ist, einem Generalverdacht anheimfällt. Und deshalb muss man immer wirklich tausendfach alles gut untermauern, damit die Menschen einem wenigstens erstmal Gehör schenken. Ob sie einem dann auch glauben, ist eine andere Geschichte, aber immerhin.
Zu der wundertätigen Medaille muss man auch sagen, gibt es leider viele Fälschungen und leichte Abwandlungen. Und diese Abwandlungen werden sogar ganz bewusst unter die Menschen gebracht von okkulten Zirkeln, von satanischen Kreisen, von verschiedenen okkulten Kreisen. Davor hat zum Beispiel schon damals der Chefexorzist Roms, Gabriele Amort, gewarnt. Wenn ich etwas im Internet finde, ich habe schon öfter so Einträge gelesen, Artikel dazu gelesen, auch mit Bildern, an denen man das irgendwie unterscheiden kann. Wenn ich sowas finde, dann setze ich Ihnen das auch in die Infobox, damit Sie das einfach selber mal nachschauen können und sich davon überzeugen können, was Sie eigentlich zu Hause für wundertätige Medaillen haben, was Sie tun können, damit Sie nicht diesem Risiko sich aussetzen, wie Sie auf Nummer sicher gehen können, dass Sie das Original vor sich haben und nicht irgendeine Fälschung. Zu der Geschichte der wundertätigen Medaille werde ich jetzt gar nicht so viel sagen, einfach deshalb, weil ich das in dem letzten Video gemacht habe. Dazu können Sie auch in die Infobox schauen, beziehungsweise jetzt in die Infokarte. Wie sieht die wundertätige Medaille aus? Ich habe gesagt, ich werde hier jetzt nicht Fake und Original nebeneinander setzen, aber vielleicht, damit Sie einfach mal das Original sehen können. So sieht die Medaille aus. Auf der Vorderseite sieht man die Jungfrau Maria mit geöffneten Armen. Und diese Arme oder die geöffneten Hände strahlen Gnaden aus. Sie als Gnadenmittlerin. Und diese Gnaden werden eben durch Strahlen dargestellt. Die sind nicht immer erkennbar. Aber wenn man genau hinschaut, dann müsste man sehen, dass da eben von ihren Händen Strahlen ausgehen. Wenn man auf den unteren Bereich der Darstellung Mariens schaut, dann sieht man, dass sie der Schlange auf die Schlange tritt, auf den Kopf der Schlange, ganz wie es in Genesis heißt. Dieses Bild wird dann umgeben von einem Stoßgebet. Dieses Stoßgebet sollen wir immer wieder beten. O Maria, ohne Makel der Erbsünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Dieses Stoßgebet soll man immer wieder beten. Von zu Hause aus, also wir haben zu Hause das immer so gut gemacht, dass wir das Gebet eingeflochten haben in den Rosenkranz zwischen den Gesetzen, also noch vor dem O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, also diesem Fatima-Gebet, davor noch dieses Gebet der Rüdübak und dann erst O mein Jesus. Also so kann man es einflechten, man kann es auch immer wieder sagen, immer wieder beten, so wie man einfach Stoßgebete über den Tag verteilt generell beten sollte. Es ist eine ganz gute Empfehlung, wenn man jetzt auch nicht so viel Zeit hat, viel zu beten, wenn man auf der Arbeit ist, wenn man unterwegs ist, da kann man sowas natürlich immer ganz gut machen. Auf der Rückseite sehen wir ein Kreuz über dem Buchstaben M, für Maria natürlich. Und darunter sieht man zwei Herzen. Das eine Herz ist das Herz Jesu. Das sehen wir daran, dass da ein Kreuz, da ist eine Flamme drüber. Und drumherum sehen wir die Dornenkrone. Das ist ein typisches Zeichen für das Herz Jesu. Und das Herz Mariens, das ist durchbohrt von einem Schwert. Das ist eben auch sehr biblisch natürlich, darauf zurückzuführen, was Simeon zu Maria gesagt hat bei der Darstellung im Tempel, dass sie ein Schwert durchbohren wird. Das Ganze ist dann noch umrahmt von 12 Sternen. Diese 12 Sterne gehen auch auf die Heilige Schrift zurück. Also man kann nicht sagen, dass die wundertätige Medaille unbiblisch sei, denn das ist voll von biblischer Motivik. Und zwar geht es natürlich auf die Johannes-Offenbarung Kapitel 12 zurück mit den 12 Sternen um ihr Haupt. Das ist eben das Haupt der Frau zu sehen ist. Dann wird hier eben auch erzählt von den Erscheinungen. Die ersten Medaillen sind hier auch zu sehen. Ich blende Ihnen das mal ein, wenn ich das irgendwie eingescannt kriege in einer guten Qualität und Sie das sehen können. Und zwar sah die Medaille erst ein bisschen anders aus. Die war auch runder. Jetzt ist die ja eher oval. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und da sind viele historische Bilder zu sehen. Und auch Bekehrungsgeschichten der Personen, die ihr zuerst nicht geglaubt haben. Es wird hier dann auch erzählt, dass zum Beispiel der heilige Maximilian Kolbe eine besondere Andacht zu der wundertätigen Medaille gehegt hat. Er ist ja Gründer einer Kongregation, nämlich der Kongregation der Immaculata, und hat dadurch natürlich eine absolut marianische Ader, wenn man so will, war ein absolut marianischer Mensch durch und durch
Und er bezeichnete die wundertätige Medaille als seine Waffe gegen alle seine Feinde. Das muss schon was heißen. Und dann gibt es hier ganz viele tolle Berichte, auch so ganz kurze Berichte. Vielleicht lese ich Ihnen einige davon vor. Vor dem Schlimmsten bewahrt, so nennt sich das hier. Seit einigen Jahren halte ich die wundertätige Medaille in Ehren, die ich einmal von einer sehr gläubigen Frau bekommen habe und trage sie täglich. Auch im Auto hat sie ihren Platz gefunden, da ich jeden Tag zur Arbeit fahre. Am 6.11.2000 hatte ich einen schweren Verkehrsunfall, der von einem Lastwagen verursacht worden war. Wie durch ein Wunder wurde mein Enkel nicht verletzt. Ich selber wurde schwer verletzt, aber so, dass ich nicht lange in Lebensgefahr war. Als ich wieder aufwachte, stand ein Priester an meinem Bett, der mit mir betete und mir Trost spendete. Die Mutter Gottes hat uns beschützt und vor dem Schlimmsten bewahrt. Oder eine ähnliche Geschichte? Das Auto war nur ein Wrack. Mein Vater hatte einen Termin beim Hausarzt und fuhr mit dem Auto dorthin. Unterwegs muss ihm übel geworden sein, er konnte sich an nichts mehr erinnern und landete an einem Baum. Ein Nachbar fand ihn und brachte ihn nach Hause. Mein Vater hatte zwar einen Schock, aber sonst heil davon gekommen. Doch das Auto war nur mehr ein Wrack. Und jeder, der es sah, konnte sich schwer vorstellen, dass da jemand lebend herausgekommen war. Ich hatte meinem Vater ohne sein Wissen eine wundertätige Medaille ins Handschuhfach gelegt und seine Errettung führe ich auf sie zurück. Es gibt immer wieder so Unfallgeschichten, zum Beispiel hier noch eine. Mein Enkel fuhr mit dem Auto auf eisglatter Straße. Vor einer Kurve musste er bremsen und da rutschte sein Auto von der Straße weg, überschlug sich dreimal und stürzte einen Hang hinunter. Das Auto war vollkommen demoliert. Viele Teile vom Auto lagen verstreut umher. Mein Enkel kroch ohne Verletzungen aus dem Auto heraus. Als er sich dann sein kaputtes Auto näher ansah, bemerkte er, wie die wunderbare Medaille, die ich ihm einmal ins Handschuhfach seines Autos gelegt hatte, am Fenster der Autotür haftete, gerade wie wenn man sie dort hätte angeleimt. Ich bin mir sicher, dass durch die Hilfe der lieben Gottesmutter mein Enkel unverletzt blieb. Krasse Geschichten, wirklich ganz krasse Geschichten. Es gibt hier noch mehr Geschichten, die wirklich immer wieder im Verkehr geschehen sind. Also, dass da Verkehrsunfälle waren und dann die Menschen fast gestorben wären und dann doch nicht gestorben sind. Hier aber noch etwas anderes. Und zwar heißt dieser Bericht Erhörung bei Arbeitssuche. Das Bemühen meiner ältesten Tochter um eine Arbeitsstelle war ohne Erfolg. Da hatte ich meine Zuflucht zu unserer Mutter von der wundertätigen Medaille genommen und die 9-tägige Novene gebetet. Auch ein ganz dickes, eine dicke Empfehlung an Sie, diese Novene zu beten oder generell natürlich Novenen, aber jetzt auch im Zuge der wundertätigen Medaille. Eines Tages beim täglichen Novenegebet verspürte ich die Gewissheit der Erhörung. Kurz darauf kam die freudige Nachricht, dass sie eine Stelle gefunden hat. Oder hier, das ist auch interessant. Die Geschichte heißt Polizei spricht vom Wunder. Ich hatte vor 2 Jahren einen schweren Autounfall. Schon wieder. Also das mit den Unfällen meine ich. Das ist wirklich sehr häufig. Eine Wespe kam zwischen mein Auge und dem Augenglas. Ich versuchte, diese zu verscheuchen. Ich nahm das Augenglas ab, kam von der Straße ab und stürzte 1 Meter tief in ein Feld. Das Auto überschlug sich 2-mal, dann landete ich mit dem Gesicht zur Erde und das Auto war total kaputt. Mir fehlte gar nichts. Nicht einmal mein Anzug war voll von der Erde. Der Arzt konnte es nicht glauben. Die Polizei sprach von einem Wunder. Ich kann dies nur bestätigen. Die wunderbare und wunderwirkende Medaille war das Wundermittel. Also es gibt unzählige Geschichten, die in diese Richtung gehen und es ist wirklich etwas, das wir nicht unterschätzen sollten. Viele werden jetzt sagen, ja, aber das ist doch alles, wie soll man sagen, das ist irgendwie Talisman, Amulett, wie auch immer, das ist okkult und deshalb dürfen wir das gar nicht machen. Das ist doch gegen das biblische Zeugnis und so. Das wird uns immer wieder auch von Nicht-Katholiken vorgeworfen. Was ist der Unterschied? Ich glaube, das habe ich auch schon im letzten Video erklärt, aber das muss ich auch an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen und vielleicht auch davor warnen, zu einer neuen Form von Gnosis, dass wir nämlich in so eine
Haltung hineinkommen, alles Leibliche als schändlich darzustellen und das Christliche auf die rein geistige Ebene zu reduzieren. Auf die Ebene des Geistlichen zu reduzieren. Gott ist bereit, seine übernatürliche Gnade mit Materiellem in Verbindung zu bringen oder an Materielles zu binden. Gott war bereit, Mensch zu werden, selbst einen Leib anzunehmen. Und Jesus ist als wahrer Gott und wahrer Mensch sozusagen das erste Sakrament. In Jesus ist die Sakramentalität überhaupt erst angelegt. Und weil die Kirche als sein mystischer Leib bezeichnet wird, ist sie das Wurzelsakrament. Also da wird es weitergeführt, ekklesiologisch weitergeführt. Es gibt diese sichtbare Seite der Kirche und es gibt die unsichtbare Wirklichkeit. Und genauso dann mit den 7 Sakramenten, mit den Sakramentalien, die wir so kennen. Die haben ja immer eine sichtbare und eine unsichtbare Seite. Und so ist es auch mit Sakramentalien, also zum Beispiel Devotionalien, also geweihte Gegenstände, die durch die Vollmacht eines Priesters mit Weihwasser besprengt und mit priesterlichen Gebeten gesegnet sind. Das sind Gegenstände, bei denen Gott sich bereit erklärt, seine übernatürliche Gnade, die uns nicht sichtbar ist, die wir durch die Früchte erkennen können, diese unsichtbare Gnade an Materielles zu binden. Das ist etwas, das gar nicht mal unbiblisch ist, denn wir sehen schon die Frau, die blutflüssige Frau, die bereit ist, nur den Saum des Gewandes Jesu zu berühren und so einen starken Glauben hat, dass selbst wenn sie nur sein Gewand berührt, geheilt wird. Und Jesus sagt, dass von ihm eine Kraft ausgegangen ist. Und diese Kraft des Heiligen Geistes hat die Frau geheilt. Und von Paulus wissen wir, dass seine Schweißtücher in seiner Abwesenheit, seine Schweißtücher anderen Menschen aufgelegt wurden und sie dadurch geheilt worden sind. Sind diese Schweißtücher jetzt Amulette? Nein, sondern Gott schenkt uns Menschen die Gnade, seine Gnade an Materielles zu binden. Das ist sowas wie okkult aufgeladene Gegenstände gibt. Warum gibt es das? Der Böse kann sich nichts Neues ausdenken, sondern das ist die Imitation Gottes. Das, was der Heilige Geist in erster Linie vollzieht, das versucht der Böse für sich zu beanspruchen und dann eben ins Dämonische umzuwandeln. Es also in etwas Hässliches und Pervertiertes zu wandeln. Und so ist es auch mit Gegenständen, die durch eine Offenbarung uns zum Beispiel als solche Gegenstände auch ans Herz gelegt werden. Wie zum Beispiel jetzt aufgrund dieser Erscheinungen in der Rue du Bac an Catherine Labouré, dass wir aufgrund dieser Medaille besondere Gnaden bekommen, die Gott uns schenken möchte. Das ist auch wichtig, ein ganz wichtiger Unterschied zu Amuletten, zu dem Verständnis eines Amuletts. Nicht der Gegenstand selbst wirkt, sondern Gott wirkt. Gott ist es, der uns die Gnade schenkt, nicht der Gegenstand von sich selbst her. Ein Gegenstand ist tot, das ist tote Materie. Wenn wir meinen, sobald wir anfangen, einen Gegenstand als Quelle des Heils zu verstehen, der aus sich selbst heraus etwas bewirkt, da haben wir schon Okkultismus und Götzendienst, weil wir tote Materie für Gott halten. Aber es gibt nur einen wahren, lebendigen Gott, der uns die Gnade schenken kann. Nur, dass Gott eben sich bindet an Gegenstände oder uns Gegenstände schenkt, die mit bestimmten Gnaden dann verbunden sind. Der Rosenkranz, wie gesagt, oder irgendwelchen heiligen Bildchen, heiligen Bilder, Statuen. Man kann ja alles Mögliche segnen. Und dann geht davon Segen aus, den aber Gott schenkt. Er ist nur bereit, uns besonderen Segen zu schenken durch solche Gegenstände. Und der Böse versucht es eben, sich zu eigen zu machen, indem man dann eben zum Beispiel okkult aufgeladene Gegenstände hat. Und diese können in meinem Leben wirklich etwas bewirken. Und deshalb muss man solche Gegenstände zum Beispiel auch wegschmeißen und exorzieren und so. Das ist ja nicht umsonst, ne? Also
Gegenstände können Auswirkungen auf uns haben. Die Frage ist nur, ob es eben die Gnade Gottes ist oder ob es mit okkulten Kräften zu tun hat. Das eine bringt uns Segen, das andere bringt uns Fluch. Vielleicht soweit zu diesem Thema. Also, Gott ist bereit, uns Segen zu schenken, und davon natürlich noch mal ganz zu unterscheiden ist die Eucharistie. Denn da ist es nicht so, dass Gott sich einfach mit Materie verbindet und uns besonderen Segen schenkt. Das ist ja nicht heiliges Brot oder gesegnetes Brot oder so, sondern das ist kein Brot mehr. Das, was wir sinnhaft noch als Brot und Wein wahrnehmen, ist kein Brot mehr und ist kein Wein mehr, sondern das ist Jesus Christus selbst. Christus ist ganz gegenwärtig in Gottheit, in seiner Gottheit, in seiner Menschheit, in Leib und Blut. Er ist ganz da mit seiner ganzen Herrlichkeit auch. Auch wenn wir das nicht sehen können, durch den Schleier des Sakramentalen ist es eben noch verborgen, aber am Ende der Zeiten wird natürlich auch dieser letzte Schleier genommen von unseren Augen. Also das ist nochmal was anderes, ne? Und deshalb ist die Eucharistie auch das allerheiligste Sakrament und Quelle unseres ganzen kirchlichen Lebens. Und das Einzelne, also und das im Leben des Einzelnen sollte die Eucharistie auch ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Aber wie gesagt, die Sakramentalien können uns auch ganz viel schenken. Und deshalb nehmen wir das in Anspruch. Das Leben ist wirklich nicht gerade einfach zu leben. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Umso mehr möchte der Herr uns stärken durch solche Dinge wie auch jetzt die wundertätige Medaille. Und er möchte uns auch schützen. Und er möchte uns in diesen Zeiten, die immer mehr eine Zeit der Angriffe des Bösen sind, immer mehr Kraft geben, dass wir diesen Angriffen des Bösen widerstehen können. Je mehr wir dem Ende der Zeiten entgegengehen, desto mehr, desto stärker werden die Schläge. Es ist einfach so. Wir hören das jetzt auch die Tage, jetzt in dieser Adventszeit, aber auch schon in den letzten Wochen, also zum Ende des Kirchenjahres hin, immer wieder von diesem Weltende und dass der Böse so richtig die Sau rauslässt, also nochmal richtig auf die Pauke haut. Und dass wir das natürlich besonders zu spüren bekommen, ganz klar. Deshalb hier noch einmal dieses Video zu der wundertätigen Medaille. Besonders exorzistische Wirkung hat auch übrigens die Benediktus-Medaille. Und ich möchte wirklich dazu einladen, dass wir auch diese Novene beten und generell uns immer mehr dem unbefleckten Herzen Mariens unterstellen und dass wir angesichts der sehr schlimmen Zustände in unserer Zeit uns dem unbefleckten Herzen Mariens weihen. Jetzt gerade läuft ja diese 33-tägige Weihe und am 8. Dezember wird es dann zu der Weihe kommen, zu der eigentlichen Weihe. Ich wünsche uns allen, dass wir das wirklich in Anspruch nehmen, und ich bete wirklich von ganzem Herzen und ich hoffe, dass der Papst die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens weiht, dass er auf die Idee kommt, weil wir haben schon solche heftigen Beispiele gesehen in der Vergangenheit, was geschehen ist in der Welt, wenn ein Papst die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht hat. Dazu gibt es so tolle Geschichten und ich überlege tatsächlich zum 8. Dezember hin, ein Video dazu abzudrehen, in dem ich Ihnen zeige, was in der Welt geschehen ist, nachdem ein Papst das eben in Anspruch genommen hat. Am Ende wird das unbefleckte Herz Mariens siegen, unsere liebe Mutter Maria, die sich in den verschiedenen Orten immer wieder offenbart hat, also gezeigt hat, erschienen ist und immer wieder zur Umkehr und zum Gebet aufruft. Nehmen wir das in Anspruch und lassen wir uns nicht beirren von jenen, die das vielleicht nicht ganz so verstehen, wenn es um Sakramentalien geht, um Medaillen und so. Und schätzen wir, was der Herr uns an Gnaden schenken möchte. Meine Oma hat immer wieder gesagt, das habe ich schon so oft hier auf den verschiedenen Plattformen gesagt, man soll nicht garstig sein oder habgierig sein, beziehungsweise in ihrem Dialekt hat sie allmeinig gesagt, nur in einem Punkt sollen wir alle allmeinig sein. Wenn es um die Gnade Gottes geht, dann sollen wir schöpfen und scheffeln und ansammeln, was nur geht.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.